Wo warst du im Herbst 1989? Ich habe in Dessau gewohnt und gelebt natürlich und gearbeitet im Schwermaschinenkombinat in Dessau. Bin immer montags ab der ersten Stunde nach Leipzig gefahren. Am Anfang waren wir maximal 4 Leute. Von Woche zu Woche wurden es immer mehr. Später sind auch die Bullen mitgefahren und die Stasi mitgefahren. Und dann kamen ja auch die großen Demonstrationen. Und Montagmittag, ich habe früh um 6 Uhr angefangen, Montagmittag habe ich dann immer die Arbeit geschwänzt. Und wir sind dann mit dem Zug nach Leipzig. Und nach wie vor ist so Demo Leipzig im Zug war immer Gänsehaut, ne? Also, und wer in Leipzig war, weiß das. Und auch die letzten Demos waren Maschinenpistolen ohne Ende auf den ganzen Dächern. Und wir waren 4 Mädchen gewesen, die immer zusammengefahren sind. In Dessau war ich auch aktiv. Wir hatten in Dessau eine sehr fette Kirche in der Mitte vom Zentrum. Da haben sich Aktivisten vom neuen Forum getroffen. Und da haben wir die Flugblätter Aufbruch 89 immer spät nachts verteilt in Briefkästen. Die waren ja damals noch draußen dran, die Briefkästen. Und haben die überall gesteckt in der Stadt, wurden auch mehrfach verhaftet. Und was auch immer, also was 89 war, ich habe ja in Schichten gearbeitet, in der Arbeitsvorbereitung. Das heißt, die Maschinen mussten auch immer laufen und ich habe als technische Zeichnerin gearbeitet und habe die Aufträge zu den Leuten gebracht. Und wir haben nachts einfach die Wandzeitung. Wir hatten verschiedene Speisesäle. Das war ja ein großer Betrieb mit 3.000 bis 5.000 Angestellten, also Arbeitern und 1.000 Angestellten. Und haben nachts die Wandzeitung einfach den ganzen Scheiß abgerissen, den ganzen politischen Kram. Und wir hatten ja keine Druckermaschine oder irgendwas. Das heißt, Kreativität war geboten. Ich habe dann später habe ich diesen Wendehals, diesen Vogel gemalt, ziemlich groß. Der kam richtig gut an. Und wir haben Flugblätter, verschiedene andere Sachen dran gemacht, alles handgeschrieben. Und das war schon so ein Highlight, ne? Warst du in der DDR-Opposition? Also ich bin 82 am Majakowski, das war damals ein Jugendtreff gewesen, wo man ab oder eine Disco Jugendtreff, wo man ab 14 rein durfte. Und da hat sich damals die Punkszene in Dessau getroffen ab 1982. Und da haben wir uns immer mittwochs getroffen und wir waren so 10, 15 Punks gewesen. Ich war damals noch keine 14, aber da ich die ganzen Punks kannte, durfte ich natürlich immer mit in die Disco rein. Und das war sozusagen auch mein politischer Einstieg. Ja, 83, ich weiß nicht mehr, wann es war, ich weiß, dass es im Winter war, hat mich die FOPO, also die Volkspolizei, vom Bahnhof in so einem dunklen Wagen geschleppt. Ich konnte es nur nachvollziehen durch Stasi-Akten, wo ich hingefahren bin. Ich wusste es damals nicht. Und in so einem Kinderknast nach Halle-Goldberg, der so ähnlich wie Torgau ist, bis heute auch bekannt. Meine Familie wusste nicht, wo ich war. Die haben mich dann einfach weggeschnappt. Und das war ein Riesenteil mit Strafarbeit, mit Staatsbürgerkundeunterricht, 4 Stunden früh arbeiten, Staatsbürgerkundeunterricht. Und irgendwann wusste meine Mutti, wo ich bin. Die hat mich dann da auch abgeholt, ist ziemlich weiter außerhalb von Halle. So ein halbes Jahr später wurde ich dann im nächsten für mich Kinderknast nach Zeitz am Knittelholz und bis 1986, also wirklich eine wahnsinnig lange Zeit, die mich auch bis heute wirklich geprägt hat, aber mich nicht kaputt gemacht hat, sondern einfach nur stärker gemacht hat. 86 bin ich dann nach Dessau zurück und habe dann auch meine Lehre angefangen. Was waren deine Vorstellungen, was mit der DDR passieren sollte? Die komplette Familie, meine Mutter ist auch Westberlinerin, Kreuzbergerin und die waren alle im Westen gewesen und du warst so alleine. Und deshalb war für mich, was mit der DDR passieren sollte, für mich ganz persönlich war eine Tür auf, irgendeine und reisen. Also Familie sehen, Familie wieder richtig lange haben und wirklich reisen. Was mit der DDR passieren wollte, die war kaputt gewesen, ne? Also ich wollte auch Freiheit spüren, nicht ständig jemand
am Haken kleben haben von diesen Stasi-Leuten, ne? Die auch ständig in der Wohnung drin waren. Ich habe meinen Teppich, ich hatte so einen Flauschi-Teppich, den habe ich mit so einem Schrubber, mit so einem DDR-Schrubber, so einem Holzschrubber, habe ich den, wenn ich das Wochenende auf Konzerte gefahren bin, habe ich meinen Teppich geschrubbt, weil die ständig in meiner Wohnung drin waren. Das wollte ich alles nicht mehr. Du wurdest wegen jeden Scheiß auf dem Dorf halt verhaftet. Du konntest nicht mal Rio Reiser singen, ne? Also da hast du auch schon Bullen am Nacken gehabt, ne? Politisch, ich war jung, also ich bin dann fast 20 geworden, hatte ich nicht so die Idee gehabt, ne? Also welche Partei oder in welche Richtung, ne? Stimmt die Erzählung, dass die Menschen nur wegen Mauerfall und Einheit auf die Straße gegangen sind? Ich glaube auch nicht, dass die Menschen zwecks Mauerfall und Einheit auf die Straße gegangen sind. Die DDR war wirtschaftlich kaputt gewesen. Ich kann jetzt nur für meinen Raum in Dessau sprechen, für diesen riesengroßen Betrieb. Ich habe in einer Arbeitsvorbereitung gearbeitet. Wir hatten in den Mitte der 80er, also ab 86, Massen an Aufträge. Da saß ich immer davor und dachte, die kriegen wir niemals weg. Und gerade diese Zeit, da hatte ich einen Auftrag, den habe ich mir eingeteilt über Wochen und wir hatten keine Aufträge mehr. Und es gab auch vieles nicht zu kaufen. Ich wollte mir ein Fahrrad kaufen, ich habe relativ gut verdient. Ich konnte mir nicht mal ein Fahrrad kaufen, weil es gab keine Fahrräder. Ne? Mauerfall und Einheit, das kam erst später. Ne? Was hast du 1990 gemacht? 1990 habe ich noch in Dessau gelebt und wir haben am 8. März 1990 den Roten Keller, das war ein Jugendtreff, gegründet. Und da haben wir unsere ersten politischen Veranstaltungen gemacht. Und im Juni 1990 haben wir mit ca. 30, 40 Leuten die erste Antifa in Dessau gegründet. Waren 90 noch nicht sehr aktiv gewesen. Also wir waren zwar aktiv, aber wir haben noch keine Demos organisieren können. Das kam erst anderthalb Jahre später. Ab 90 haben wir die ersten Geflüchteten bekommen in Dessau-Alten. Da gab es so eine alte Schule, die leer stand. Und da habe ich relativ viel gearbeitet. Ehrenamtlich am Wochenende, habe den Kindern Deutschunterricht gegeben, habe Klamotten besorgt. Wir haben ganz viele Feste mit denen gefeiert. Wieso hat deiner Meinung nach die Allianz für Deutschland die letzte DDR-Volkskammerwahl gewonnen? Die Allianz für Deutschland hat ja nie wieder Sozialismus, Wohlstand für alle, Freiheit für alle. Die haben die Bürger verarscht. Ich weiß aus vielen Berichten, dass viele es auch bereut haben, die damals gewählt zu haben. Und weil danach kam ja der große Zusammenbruch. Und ich sehe das genauso. D-Mark, Westautos, keine Ahnung. Ich bin bis heute nicht geldgeil und brauche auch kein teures Auto, ob es das fährt. Als der Westen dann über Nacht eingezogen ist, meine ganzen süßen DDR-Artikel waren alle weg gewesen. Ich liebe die bis heute und da ist der komplette Westen eingezogen. Es gab alles, ich weiß nicht, ob das die Leute, mich hat es nicht glücklich gemacht. Sie haben, wenn man diese Slogan noch sieht, nie wieder Sozialismus, die haben, glaube ich, nur die Überschrift gelesen, Wohlstand für alle und deshalb haben sie die gewählt. Ich hatte ja 89 einen Ausreiseantrag gestellt und als der ganze Umschwung kam, war ich glaube einer der letzten, die überhaupt nach West-Berlin oder nach Westdeutschland gereist sind. Und ich habe mich oft die Frage gestellt, warum eigentlich? Da waren die Türen noch nicht offen, mein Bruder war weg gewesen, der ist nach West-Berlin und ich wusste nicht, ob der wiederkommt. Und als es dann wirklich hieß, Reisefreiheit und alles, hatte ich irgendwie keinen Bedarf mehr, ich weiß es nicht. Ich war dann 20 und ich wollte nicht mal nach West-Berlin. Ne? Aber ich bin erst Weihnachten wirklich das erste Mal nach Westdeutschland, nach Bayern.
Und als ich dann zurück bin nach Dessau, ich hatte 2 Wochen Urlaub in Westdeutschland, dachte ich, ich werde hier was verändern. Wieso ist es ab 1990 zu einem sprunghaften Rechtsruck gekommen? Ja, ich musste auch ein bisschen in die DDR zurückgehen. Als ich in Dessau zur Schule gegangen bin, 1. bis 4. Klasse in Dessau Süd, da waren immer an großen Litwa-Säulen waren Hakenkreuze dran. Und ich kann mich immer erinnern, wir hatten gegenüber, hatten wir aus Äthiopien, aus Russland ganz viele Leute wohnen. Wurde immer gesagt, geh da nicht hin. Und später kamen auch unsere vietnamesischen Vertragsarbeiter, da hatten wir relativ viele, aus Mosambik hatten wir ganz viele. Und die waren in Dessau, ich kann jetzt nur von Dessau reden, die waren alle isoliert gewesen von der Bevölkerung. Man durfte da nicht hin. Und weil die halt, die haben gesagt, die haben Läuse, die fressen unsere Hunde und so weiter. Also sie waren immer böse. Das heißt, in der DDR gab es schon immer Rassismus und so habe ich das auch die ganze DDR-Zeit gesehen. Ne? Und als dann die Wende kam, 89, 90, da wurde es massiv mit den Nazis auch in Dessau, ne? Die mit ihren Glatzen und Bomberjacken. Und es gab zu der Zeit, gab es in Dessau keine funktionierende Polizei. Ne? Das heißt, wenn du da angerufen hast, wir werden gerade wieder von Nazis überfallen, dann wurde es registriert, aber es kam keine Sau vorbei. Ne? Das heißt, die haben uns da mit Tränengas eingenebelt und wir sind fast erstickt, zum Beispiel im Puttenkeller. Ne? Und das war richtig, richtig oft gewesen. Ne? Und ich glaube, zu der Zeit war die Recht des Stärkeren, habe ich es genannt, der, wer stärker war, der hat gewonnen. Ne? Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch die weite Welt und frage mich, ob es mir gefällt und frage mich, ob mir das gefällt.